herzlich willkommen zum Rockets Fan TV. Ja, herzlich willkommen. Ich bin der Björn. Ich bin der Dennis. Und wir laden euch heute ein, die erste Folge von Rockets Fan TV zu sehen. Wir beide, wir sind Kinder der Eishalle Dietz. Wir haben alle Eishockeyvereine der letzten 25 Jahre in Dietz gesehen und wollten jetzt, nachdem es natürlich ein bisschen auch Fahrt aufgenommen hat wieder in Dietz, auch noch unseren Beitrag dazu leisten, um das Eishockey weiterhin zu pushen, damit die Rockets noch präsenter, noch populärer und für jedermann zugänglich werden. Und gleich eines vorweg, hier das Ganze ist inoffiziell, das heißt der Verein hat uns nicht engagiert, wir gehören nicht zu den Rocket Supporter, wir haben das aus freien Stücken gemacht, nur wir beide, alles was wir sagen, das spiegelt unsere eigene Meinung wider, überspitzt oder auch relativ objektiv einfach. Ja, alles was hier gesagt wird, ist wirklich von uns und soll wirklich nicht irgendwie dem Verein angelastet werden oder den Rocket Supportern oder jemand anderem. Das ist wirklich unsere freie Meinung. So, kommen wir zu unserem ersten Spielbericht. Vergangenen Freitag haben unsere Rockets gegen die Dienstlagener Cobras gespielt. In Dienstlagen wird bereits seit 35 Jahren Eishockey gespielt, damals noch als DEC. Heute sind es, wie gesagt, die Cobras, stehen aktuell auf dem 6. Tabellenplatz und das war gar nicht so schlecht, das Spiel. Ja, wir haben 9-4 gewonnen. Die Rockets haben teilweise wieder an das angeknüpft, was sie vor Wochen gespielt haben, zu unserer langen Siegesserie. Es war wieder ein souveränerer Sieg. Die letzten zwei Drittel waren wieder gut. Das erste Drittel war so, naja. Ansonsten kann man wirklich sagen, dass es auch kein schlechter Gegner war. Dennis kann vielleicht da noch ein bisschen mehr zu sagen. Ja, also man hat auch gesehen, dass Spieler wie Esrey oder Esery, hieß er, glaube ich. Ja. Entschuldigung, dass ich das jetzt verwechselt habe. Aber auf jeden Fall, der hat auch ganz klar gezeigt, dass er körperlich ziemlich robust ist. Und das hat unseren Spielern ganz schön zu schaffen gemacht. Also das war kein leichtes Spiel. Wie der Björn schon gesagt hat, erste Drittel, naja, okay. Im dritten Drittel hat man dann wieder angefangen zu zaubern. Und das war schon klasse. Ja. Da wurde auch wieder gezeigt, was eigentlich in den Jungs steckt. Zwei schöne Tore auch von Dienstlaken. Das dritte und vierte von Kevin Wilson. Auch kein schlechter, ein guter Blue-Liner. Das waren teilweise unhaltbare Dinger, die da eingeschlagen sind. Also Konstantin Schönfelder mit einer wirklich guten Leistung, aber an den vier Toren konnte er wirklich nichts machen. Ja, ich habe mit Konstantin gesprochen, er hat auch gesagt, die Dinger hätte man auch halten können. Aber Problem war, er hat den Spieler gar nicht gesehen, dass er schießen will. Das heißt, da war die Verteidigung natürlich relativ schwierig. Ja. Jo, das war, denke ich mal, einiges zu unserem Spielbericht. Kommen wir weiter zu den internen Neuigkeiten, den News von den Rockets. Nun kommen wir noch zu ein paar Informationen rund um die Rockets. Wir haben diese Woche ein Geburtstagskind gehabt. Arno Lörsch ist 57 Jahre alt geworden. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Okay, das reicht. Wir haben ihm ja schon alle gratuliert. Nochmal trotzdem auf diesem Weg alles Gute zum 57. Geburtstag. Alles Gute, Arno. Ja, des Weiteren, es wurde ausgelost, beziehungsweise es wurde festgelegt, ein Termin gegen Hasefeld für den Nordpokal. Hasefeld, wo ist Hasefeld? Oh, da, ja, okay, Hasefeld, 493 Kilometer, nächste Woche Samstag am 17. 19.30 Uhr geht's los. Wir sind natürlich gehen als Favorit in das Spiel gegen die Mannschaft, die in der Verbandsliga spielt, aber, muss man sagen, 68-1 Tore in ihrer Gruppenphase geschossen haben. Das schafft auch nicht jeder. Nee, nicht unbedingt jeder. So, er hat es nicht geschafft. Ja, und dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten von den Rocket Supporters. Ja, die Rocket Supporters planen wieder eine Auswärtsfahrt am 25.02. Das ist das erste Playoff-Wochenende. Wir spielen am 23. daheim. Das heißt, das erste Auswärtsspiel am 25.02. Fahren wir entweder nach Neuss oder Lauterbach. Kommt auf die Konstellation nachher in der Tabelle drauf an. Ich gehe davon jetzt mal fest davon aus, dass wir den fehlenden Punkt noch holen und Tabellenerster werden. Abfahrt wird dann nachmittags sein, zwischen 15 und 17 Uhr, kommt immer darauf an, wo wir hinfahren. Genialer Preis, 15 Euro. Es sind noch wenige Restplätze übrig, also meldet euch schnell an, entweder über die Facebook-Seite der Rocket Supporter oder einfach direkt am 16. Beim letzten Heimspiel gegen Hamm. Einfach direkt in der Halle anmelden. Ja, und als nächstes kommen unsere News aus der Regionalliga West. Als nächstes nun die News aus der Regionalliga West. Hören wir mal, was uns Björn zu erzählen hat, was bei uns in der Liga so los ist. Ja, wir haben uns Herford rausgesucht. Zum einen, weil sie unser nächster Gegner sein werden und zum anderen, weil bei denen auch am meisten Bewegung im Moment drin ist. Wir haben nochmal richtig zugeschlagen vor dem 31.01. vor der
Deadline der Wechselfrist. Es sind 4 neue Spieler gekommen, unter anderem ein paar bekannte Spieler, die auch in der Regionalliga West schon gespielt haben oder sogar noch bis zum 31.01. bei anderen Vereinen gespielt haben. Und natürlich auch welche, die wir noch nicht so kennen. Aber ich probiere euch das noch ein bisschen zu erklären. Wer ist da gekommen? Auf wen muss man aufpassen? Wer wird für uns vielleicht gefährlich werden? Zum einen Eric Schinke, Deutsch-Kanadier, Verteidiger, ist von Zweibrücken rübergewechselt nach Herford. Ist in Herford kein Unbekannter, hat in der letzten Saison einige Spiele auch dort gemacht. Klasse Verteidiger, auf jeden Fall eine Verstärkung für die ganze Truppe. Dann hat auch Herford dem Dilemma mit dem Torwart oder das Torwartproblem dem Ganzen mal ein bisschen Einhalt geboten und haben einen neuen Torhüter verpflichtet. Nachdem Kieran Vogel jetzt länger verletzt ist, haben sie mit Tim Stenger einen guten Torhüter aus Lauterbach geholt. Auf jeden Fall eine sinnvolle Verstärkung vor den Playoffs, noch einen zweiten Torhüter einzukaufen, der das Regionalliga-Niveau auch auf jeden Fall hat. Dann kommt Maurice Becker. Maurice Becker ist auch für einige von unseren Spielern kein Unbekannter. Maurice Becker hat mit Philipp Meyer unter anderem in der Junioren-Bundesliga in Köln gespielt. Relativ robuster Mann, 1,90 Meter groß, junger Kerl. Ja, auf jeden Fall ein bisschen Variante dadurch im Sturm. Kann ich mir gut vorstellen als Center. Dann noch der vierte. Die ganze Zeit hat natürlich jeder drauf gewartet, wen verpflichtet. Herford als neuen Kontingentspieler und dieser neue Kontingentspieler ist Ben Skinner. Ben Skinner ist ein Kanadier, hat letzte Woche schon ein Spiel gemacht. Mal sehen, was er drauf hat. Bis jetzt ohne Scorerpunkt. Hoffentlich wird es auch so bleiben, dass er gegen uns keinen Scorerpunkt macht. Ja. Morgen, also wir haben heute beim Aufnahmetag Donnerstag, morgen ist das Spiel schon auswärts in Herford. Ich weiß, die Mannschaft fährt morgen um 13 Uhr los. Wir drücken auf jeden Fall ganz fest die Daumen und hoffen, dass wir die Transferpolitik von Herford ein bisschen relativieren können und beziehungsweise zunichte machen können. So, noch ein kurzer Ausblick in die nächste Woche, beziehungsweise jetzt anders auf das kommende Wochenende. Wir spielen morgen am 9.2. um 20.30 Uhr in Herford. Wie Dennis schon gesagt hat, die Mannschaft bricht schon um 13 Uhr auf. Das ist schon auf jeden Fall ein guter Prüfstein für uns. Haben wir schon Playoff-Form? Wie gut sind wir im Moment in Schuss? Am 11.02. am Sonntag geht es dann nach Soest. Da haben wir auch noch eine kleine Rechnung offen nach dem 5:2 vor 2 Wochen. Und dann geht es schon in die nächste Woche. Genau, nächste Woche kommt nämlich Hamm zu uns nach Dietz. Hamm, immer ein interessanter Gegner, letztes Jahr Meister gewesen. Hat, wenn ich es recht erinnere, im letzten Spiel auch Herford geschlagen nach Verlängerung. Also da können wir uns auf jeden Fall auf ein heißes Spiel gefasst machen. Ich glaube, es gibt einfach keine uninteressanten Spiele mehr. Das wird jetzt alles ein Knaller nach dem anderen geben. Auch die Letzten wie Soest werden sich zu verteidigen wissen. Also Soest ist ja kein Letzter, aber gehört halt zum unteren Tabellenhälfte. Ich denke, wir werden mal ganz schön was erleben. Ja? Und vor allem jetzt 2 Auswärtsspiele, da werden die Jungs gefordert sein. Für uns heißt das, also für mich zumindest, ein bisschen Eishockey-Abstinenz, nur über den Ticker. Mhm. Aber davor deshalb freue ich mich noch umso mehr nächste Woche auf die Eishalle. Und ich hoffe, dass da auch ein paar mehr Leute kommen. Vielleicht kriegen wir mal wieder die 400er Grenze voll oder vielleicht auch die 500er Grenze. Schauen wir auf jeden Fall sinnvoll. Ja, schönes Spiel. Es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen. Und wir freuen uns auch auf die Hammergäste. Ich hoffe ganz einfach, dass sie auch ein paar Fans mitbringen. Aber soweit ich es in Erinnerung habe, waren die auch immer gut unterwegs. Ja. Gut. Wir bedanken uns, dass ihr die erste Folge von Rockets Fan TV euch angeschaut habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, und ich hoffe, ihr konntet mit unseren Informationen ein bisschen was anfangen. Wie gesagt, für manche Leute wird das sicherlich nichts Neues gewesen sein. Das eine oder andere konnte man ja auf jeden Fall schon lesen. Wir versuchen das Ganze halt nur in Form von Videoformat wiederzugeben. Bisschen und hoffen, kompakter. Ein bisschen kompakter. Vielleicht noch die ein oder andere Information, die man jetzt so nicht mitbekommen hat. Oder das ein oder andere Hintergrundwissen, was man vielleicht noch nicht hatte. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Und wir hoffen, wir sehen uns wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.